Ich habe noch Musik vor. Also, zu der Elektrosmobil, oder? Mobilfunkanbieter werden sich jetzt bestimmt freuen. Oh, wieder einer, der zuzählt. Nee, bestimmt nicht. Eure Wahl, die verkauft, ist nicht sicher. Und sehr gesund mal als Zigaretten. Also, mir geht's darum, ich bin öfters auf eBay unterwegs. Unter dem Schlagwort Elektrosmog. Ja, da gibt es halt viele Betrüger. Sehr viele Betrüger. Also lasst euch nicht durch irgendeinen Scheiß übers Ohr holen. Auf Deutsch gesagt, ja. Lasst euch nicht übers Ohr holen. Also ich fange mal einfach an. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen rausgepickt hier. Ich habe mit einem Verkäufer von da ja schon Probleme gehabt. Also Betrügereien in Deutschland sind legal. Ja, doch. Und nicht nur über eBay. Ja, also fangen wir mal an. Habe ich einen Tachyon Elektrosmog und Reinigungsprogramm Speckstein Energie Delfin XL 16 cm für 20 Euro. Gut, jetzt vom Speckstein wollte ich sagen, gut, 20 Euro wäre noch gut. Warum schreiben die einen Elektrosmog? Ich meine, wenn ich um mich drum herum Speckstein bauen würde, dann wäre das ja noch okay. Aber das ist einfach ein Speckstein Gegenstand Delfin. Oder soll gegen Elektrosmog schützen? Das ist Betrug. Also, ja, das ist der erste Anfang. Bioprotect Card, da komme ich glaube später noch drauf, ist das Bild gerade nicht da. Okay, haben wir wieder das Wort Tachyon. Tachyon Elektrosmog war ein Reinigungsprogramm. Energie Diamant XXL, Blume des Lebens. Ich weiß nicht, ich glaube nur Glas. Energetisiert mit der Frequenz von Maras in dem großen Reinigungsprogramm. Wow. Material Brillantglas. Farbe farblos Crystal. Ja, 20 Euro. Aber Elektrosmog. Scheiße, da können 20 Euro wert. Das ist echt das Beste. Handy Elektrosmog EMX eSmog. Was? S-Mod. Aufkleber, PC, Handy, Strahlen, Abschirmung, Strahlen. 27,90 Euro. Aber da kriegst du sage und schreibe 5 Stück. 5 Aufkleber kriegst du. 5. Für nur 27,90 Euro. Ja, also ein bisschen Gummi und Farbe. Aber das schützt vor elektromagnetischen Resonanzwellen. Ja, also Müll, Betrüger. Ja, genau, mit dem hatte ich halt schon Probleme. Elektrosmog-Filter Bioprotect Elektrosmog-Sorglos-Paket. Da kriegst du 3 Bioprotect-Karten in 3 unterschiedlichen Größen. Die kannst du hier irgendwo ins Haus hinkriegen oder aufs Handy. So groß ist die Größe der Karte noch, also der Karten noch. Und kostet satte 210 Euro. Also die gibt es ab 6 Euro. Computerbild hat das schon gemessen oder so ausprobiert. Hat auch gesagt, das ist Müll. Damit kannst du keine elektromagnetischen Felder beseitigen oder umkehren oder sonst was. Das ist halt nur ein bisschen Silikon. Sieht ein bisschen schön aus. Und vielleicht steckt noch mehr dahinter. Ich habe ihn damals betrügen genannt. Ich habe ihn öfters bei eBay gemeldet. Aber eBay macht gegen solche Sachen nicht. Also eBay lässt es sogar zu, an diesem Thema Holzkugeln verkaufen lassen, zu lassen. Holzkugeln, normale Holzkugeln gegen Elektrosmog. Holzkugeln. Ja. Wie ich im Wald und hol mir einen Baum. Ja, ist auch gut. Ohne Worte. Ja, auf jeden Fall habe ich die Karte gekauft. Oh, ist mir so viel. Und ja, die haben auch gesagt, ja, schreib auf den Scheiß, also schreib mal, ich fick dich im Kopf, bevor ich den Scheiß bezahle. Und hab ihn halt in der Beurteilung Betrüger genannt. Ja, daraufhin hat er immer geschrieben, nimm das Betrüger zurück. Ich so, ne, verklag mich doch. Und er so, ja, das mache ich jeden Tag.
Ja, er hat mich daraufhin verklagt und ich muss jetzt 1200 Euro abbezahlen wegen Betruges, wegen Beleidigung und halt Schadensersatz. Also kriegt er doch noch. Also das Schadensersatz, 250 Euro, sein Anwalt kostet noch ein bisschen mehr und der Rest geht an den Staat. An den Staat. Er unterstützt Betrüger. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, wie gesagt, kauft euch Elektrosmogfilter Bioprotect. Das hilft. Ja, okay, hier habe ich vitales Kupfer mit auf Lager. Kupfer besiegt Strahlen sowie Elektrosmog. Ist nicht verkehrt, also ich habe Kupfer jahrelang benutzt. Ich habe, wo er angefangen hat, dieser Verkäufer, habe ich mir auch eine Matte ersteigert, ca. 30 Euro. Aber was nicht dabei stand, dass kein Erdungskabel dabei ist, also kein Erdungsstecker. Ich habe ihn daraufhin nochmal angeschrieben. Er meinte, er würde das Problem beseitigen, er würde einen Erdungsstecker dazu packen demnächst. Und ein paar Monate später sehe ich das, verkauft das für 60 Euro. Wird doch wohl nicht viel los davon. Wir müssen dann wieder irgendwie bekloppen, die keine Ahnung haben. Und ich meine, das ist nicht schlecht, das Ding. Ich habe das jetzt auch an einen Amerikaner verschenkt, was ich damals gekauft habe, ca. 30 Euro, 20, 30 Euro als ersteigert. Aber ich habe ein Erdungskabel mit Klemme dran gemacht, also damit er das auch erden kann. Weil ungeerdet nützt das absolut nichts. Naja, ich habe ihm das nochmal geschrieben, warum er es immer noch nicht gemacht hat. Und dann hat er gemeint, oh, wer anders hätte ihm geraten, dass das falsch sei, was weiß ich. Guck mal, Bett am Schlafen. Schlecht ist das Ding nicht, aber ungeerdet nützt das überhaupt nichts. Ja, hier, das ist auch so ein geiles Ding. Da habe ich mich gefragt, ist das echt Gold? Der goldene Punkt gegen Elektrosmog. Größe 3 schon. Nur 29,70. Ja, ist wieder so ein Handyaufkleber. Das soll mal draufkleben. Und soll wohl die Störquellen beseitigen oder was weiß ich. Totaler Müll. Einfach nur Müll. Jahrelang, was? Jahrelange Forschung. Boah, jahrelange Forschung, Alter. Boah, da wäre ich echt böse. Aber hier, der habe ich auch schon öfters mal geschrieben. Eine Syntex Hohlfaserdecke. Elektrosmog Allergiker. Ich meine allergische, also antiallergische Bettdecken oder Bettbezug oder Bettzeug bekommt man ja schon überall für wenig Geld. Hier wird es für 345 Euro angeboten. Ist natürlich eine große Decke. 155 mal 2, ach nee, Gramm, was? Gramm? Ich denke mal, aber es soll 1,55 mal 2,20 Meter bedeuten. Ja, geh. Naja, weiß nicht mal, ob da überhaupt ein Erdungsstecker dabei ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe sie in dermaßen auch schon beleidigt, was ihr einfällt. Eine Bettdecke für 345 Euro. Sie hat noch mehr, aber auch für Babys. Babys? Hier steht auch mehr als 10 verfügbar, wahrscheinlich so wie die anderen Körper. Ja, ohne Worte. Ja, auch wieder so ein Ding. Energiekonverter, feinstoffliche Reinigung. Elektrosmog. Eine Graphitplatte mehr nicht. Also nicht. Das ist wahrscheinlich nur ein Anstrich hier drumherum. Kupferanstrich. Auf jeden Fall soll das das Essen entmagnetisieren. Da gibt es auch Karten. Auf jeden Fall total. Also, aber was kostet es? 145 Euro. Wie viele Stunden muss man denn als normaler Mensch arbeiten? Naja, ohne Worte. Ja, was haben wir? 5 Stück Wavex Handychips gegen Elektrosmog. Nur 70 Euro. Sofort kaufen. Kannst auch einen Preisvorschlag machen. Also, ich würde da glatt schreiben, 4 Stück, wie sehen die Dinge aus? Steht nicht mal da, dann wird nicht mal da irgendwas. Oh, wir hängen mit Video. Wie dieses Video existiert nicht. Also, YouTube hat es schon gelöscht oder so, keine Ahnung, vielleicht hat mir noch zu sehr beleidigt. Verkaufen von, oh, er hat sogar einmal verkauft. Ne, 19 Mal verkauft. 19 Mal hat er das Ding verkauft. Für 70 Euro. Also 19 betrogene Menschen. Das ist eine Drücke in Deutschland. Hier ein ausgleichender magnetischer Oszillator zum Schutz vor Elektrosmog. Also sieht jetzt auf den ersten Blick aus wie
Edelstahl. Wenn es magnetisch sein soll, dann ist es Stahl. Das ist noch billiger als Edelstahl. Schütz vor Elektrosmog in den Fällen. Wifi, WiMAX, Bluetooth, DECT, Mobilfunkantennen, Satelliten, das Ding schützt sogar gegen Satelliten. Elektrische Netze niedrig, was nicht, biologische Störung, Mikrowelle, binnen niedrigsten Verbrauch, was heißt denn binnen niedrigsten Verbrauch? Keine Ahnung, auf jeden Fall kostet es 110 Euro. Ja, besser als ein Holzkugel. Ja, schützt sie selber. CMOHE22 Ausgleichner magnetischer Oszillator zum Schutz gegen den Passung. 93 Euro. CMO. Ja. Unter was die gesamte CMO-Produktpalette und Nachweise finden Sie unter cm-vivant.de. Ja. Also wer Lust hat, kann ja mal gucken. Nur 93 Euro. Oder hier, das ist das Beste. Wurde auch schon einzeln angeboten. Einzelner Stein. 1 Kilo bunte Achate. Zusätzlich Tachyon. Strukturiert Elektrosmog. Also ich habe da mal so gesehen, da kann man einzelne Stein kaufen für was weiß ich wie viel Euro. Das gibt es hier für Fische. Also das kann man sich als Aquariumzusatz irgendwo billig beim Fachhändler kaufen. Ich meine, gut, 1 Kilo. Da würde ich jetzt mal zu 2 Euro rechnen, beim Fachhändler, ja, gegen Elektrosmog, strukturiert, Tachyon. Ja. Also auch cool, Elektrosmog reduzierenden Kristall, den habe ich noch irgendwo, ich glaube am Ende. Ja, ein Kristall, klar ist mal wieder. Original verpackt und neu. Die volle Wirkung tritt nach circa einer Woche. Wahrscheinlich auch nur noch klar. Das ist schon wieder interessanter hier. 24 Karat Goldschutzfolie gegen Elektrosmogstrahlen, Handyplatte. Gut, jetzt für 6 Euro. Ich weiß nicht, wenn das wirklich gut 24 Karat sind, glaube ich. Ist auch bedruckt. Also, ich nicht. Auf jeden Fall. Und jetzt. Ja, oder so ein Edelstahl oder Stahl-Ding. Geoentstörer, aber ist halt aktuelles Gebot. Also Gebot. 5 Euro bietet man dafür. Großes und das Ding. Der Geoentstörer besteht aus einem unter anderem mit energetisierten Quarzkristallen. Gefüllt Edelstahlgehäuse. Okay, Edelstahl ist schon mal ganz gut, aber Quarzkristallen, Alter, ist der Hammer. Und deckt eine Fläche von 150 Quadratmeter. Alter, das ist nicht nur krass, das ist krank. Dann sag ich mal, der verkauft das für 10 Euro, dann wird er das nächste Mal für 30 Euro sofort kaufen. Ja, was haben wir hier noch? Hier, diese UMH-Energisator gegen Elektro- und Wasserhahn. Das haben wir einen neuen Preis für 335. Hier wird es mit 209 angeboten. Irgendwelche PVC-Schutzfolien, also Folien, nicht Schutzfolien. Also nur hier so eine komische Gummierung. Unterbodenschutz, was weiß ich, ist auch ein Bieker, total Müll. Kann seine Äpfel entmagnetisieren und schützen. Hier haben wir wieder Elektrosmog reduzieren und Kristalle. 73 Euro. Ist ein Grün. Grünglas. Ach Gott, ich kann echt nicht mehr. Und hier ist noch so ein bekloppter Computerschutz, sogenannt, genau das, was ich mal bringe. Ich bin auch schon ein bisschen müde jetzt. Also Computerschutz, sogenannt Elektrosmog, feinstoffliche Ion oder auch so, was weiß ich jetzt. Das Wort. Also ein Mauspad mit Kabel. Ich muss selber bauen. Und was ich dann noch baue, das zeige ich euch. Das geht sehr billig.